So, hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Train Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, was ist heute los? Wir sind heute wieder mit der Baureihe 481 unterwegs. Und wir wollen heute mal was testen, was ich jetzt in den letzten Kommentaren so gelesen habe. War es so gewesen, dass viele das nicht toll fanden, das von Fährsystemen, weil es halt zu viel Geld ist und ist zu teuer für die Qualität, die man da geboten bekommt und so weiter und so fort. Und das will ich jetzt hier mal zeigen, wie das Ganze von 3D-Zug aussieht, denn das ist nämlich das Package von 3D-Zug, was natürlich auch kostet. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube auch so um die 10, 15 Euro oder sowas sind das. Das geht schon vollkommen in Ordnung. Allerdings werden wir hier mitbekommen, dass es sich hierbei nicht um Originalansagen handelt. Aber wie gesagt, schaut dort am besten selber mal jetzt hier rein, während ich jetzt hier wieder meine kleine Runde drehe von Potsdamer Platz Richtung Teltow Stadt. So sieht heute unsere S-Bahn aus. Aber wie gesagt, Stadtfährsystem heute mit 3D-Zug. Ich packe das Ganze natürlich unten in die Videobeschreibung mit rein, dass ihr euch das dort kaufen könnt. Selbstverständlich. So, das habe ich übrigens jetzt auch bei dem von Fährsystem gemacht. Dass ich das Ganze da mal verlinke, alles unten. Und natürlich ist die Karte Berlin-Wittenberg vonnöten, ne? Sonst geht's natürlich nicht. So, jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit hier. Heieie, geht ja schon mal gut los hier. So, lass mal einsteigen hier, die Kollegen. Ja, tatsächlich sind sie ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, nicht wirklich kompatibel. Also das Addon von Fährsystem und das Addon hier von 3D-Zug, denn das Fährsystem verändert die Baureihe 481 ein wenig, sodass wir hier eine verschmutzte Textur haben oder auch mit Graffiti drauf. So, und bei dem 3D-Zug, die BR481, ist Tradition, so nennt sie sich, und ist natürlich dann inkompatibel halt mit dem von Fährsystem und umgedreht natürlich genauso. Und deswegen ist es halt immer eine Kunst, hier beide zu installieren, funktioniert eigentlich nicht, also hier müsst ihr halt immer ein bisschen Wert drauf legen. Wollt ihr jetzt eher das von 3D-Zug spielen oder eher das von Fährsystem, dann müsst ihr das dementsprechend halt installieren vorher. Das ist leider anders nicht möglich. Ich habe das probiert und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei mir tatsächlich die Stadtbahn nicht so wirklich hundertprozentig funktioniert hat, weil das Fährsystem halt die Baureihe 481 umschreibt und dementsprechend die Züge halt in den Aufgaben nicht gefunden werden können. Also die Baureihe 481 Tradition und Baureihe 481 Tradition, die Nachtvariante. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade. So. Ja, wir stehen hier ein bisschen sehr weit drinne. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ja gut, das wird schon gehen, denke ich mal. Kann natürlich jetzt hier auch nicht in die Innenkameraperspektiven gehen, weil wir sind ja hier im Tunnel. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an die Bremse gewöhnen, weil ich tatsächlich gerade eine andere Simulation gespielt habe mit der Baureihe 481 und die hat dort eine deutlich stärkere Bremsung. Aber das bekommen wir hin. Lassen wir nur noch die Fahrgäste zusteigen und dann können wir auch schon wieder abfahren. Und das Ganze halt einfach mal zu zeigen, welches besser ist, halt ob das jetzt von 3D-Zug besser ist oder von Fährsystem. Das könnt ihr ja dementsprechend dann halt automatisch ja oder könnt ihr selbst entscheiden. Ich persönlich muss aber sagen, ich würde eher zu dem von Fährsystem zurückgreifen, als wie das von 3D-Zug. Hier sind es aber nicht nur diese eine Aufgabe, sondern ihr habt hier über 8 Aufgaben dabei. Und von daher muss man halt so ein bisschen entscheiden, ja, was man halt haben möchte. Nächste Haltestelle, Berlin, Anhalter Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, das sind also die Ansagen, die wir damit dazu bekommen.
mit den Aufgaben von 3D-Zug. Ist aber auch schon eine sehr, sehr alte Variante. Ich glaube, das ist noch Fahrzeiten 10, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da ist das Ganze mit bei. Mittlerweile gibt es ja schon Fahrzeiten 50 oder sowas. Also das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich. Eieiei. Irgendwie irgendwas mag Train Simulator absolut überhaupt nicht. So. Und alles einsteigen bitte. Türen auf. Wundervoll. Türen sind offen. Und somit können die Fahrgäste einsteigen. 50 dürfen wir gleich. Er ist hier unten ein bisschen tunnelig. Ne? Kennen wir ja. Hatten wir ja alles schon gesehen. Ja, und sonst gibt es hier nichts wirklich viel zu zeigen. Büb. So. Können wir noch Abfertigungsfunk hier anschalten. Türen öffnen macht gerade wenig Sinn. Ne? Seht ihr ja. Bisschen in die falsche Richtung auf. Ratsch. So, müssen wir jetzt abwarten, bis hier weitergeht. Aber wie gesagt, mir war es wichtig gewesen, dass ihr mal beide Varianten sehen könnt. Ja, von Fährsystem und wie gesagt von 3D-Zug. Und dann könnt ihr euch ja selbst. Ich glaube, preislich nimmt sich nicht ganz so viel von den beiden. Das Fährsystem ist halt so, dass ihr dann halt immer weitere Aufgaben euch kaufen könnt, zum Beispiel halt praktisch wie bei 3D-Zug mit den Fahrzeiten. Allerdings, wie gesagt, muss man hier sagen, es sind bei Fährsystemen schon deutlich weniger Aufgaben vorhanden, zumal sich hier bei der Berlin S-Bahn nur um Quick-Drive-Szenarios handelt, ja, also sind keine nicht mehr direkte Aufgaben. Und wenn ihr zum Beispiel Fahrzeiten hier kauft, oh. Dann ist es natürlich schon ein bisschen was anderes, weil ihr dann halt noch andere Szenarios mit drin habt. Hopp, 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 hopp. Ziffer bestätigen. Keine Zwangsbremse bitte heute. Das wäre mal traumhaft. Könnten zwar 60 fahren, aber es bringt nichts, weil du eh gleich wieder runterbremsen musst. Bist du da vorne, kommst du nämlich schon. Und die 10 km machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Oh ja, hier gibt es noch mal kurz Ruckelpassage, aber jetzt ist vorbei. Nächste Haltestelle, Berlin-Yorkstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, sehr schön. So, dann ist alles offen. So, Telto Stadt, hier sehen wir, ja, hier überlappt sich das so ein bisschen. Jetzt kannst du das natürlich ein bisschen so ausschmücken, dass du es so machst. Ja, dann ja, geht das schon. So, Telto Stadt ist natürlich. So. Zeigen wir das Ganze nochmal vorn. 3D-Zug.
Türen schließen. So, Türen sind zu. Können hier mit angeblich mit 100 fahren. Das finde ich ein bisschen zu übertrieben. Halten uns hier an die Richtlinien 80 km/h. Nächste Haltestelle Berlin Südkreuz. Übergang zum Fern- und Nahverkehr sowie zum öffentlichen Regionalverkehr und weiteren Linien des Schnellbahnnetzes der Berliner S-Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ihr habt da zum Beispiel gesagt gehabt, auch in dem Video, dass ihr habt noch nie so einen leeren Bahnhof gesehen. Südkreuz ist hier mega, mega leer, das stimmt. Das ist hier wirklich echt nichts los hier. Oh Gott, das will. So, da wird schon mal 80 angekündigt. So, Türen sind offen. Wundervoll. Ja, also ich mag es gerne. Deswegen freue ich mich tierisch dieses Jahr auf das Add-on. Ich denke mal, man merkt es. Ja, es wird wahrscheinlich kein besseres Add-on geben. In meinen Augen, für mich selbst persönlich. Ja, das wird großartig. Und ich hoffe wirklich, dass sie das nicht verschieben müssen, wegen irgendwelchen Gründen oder sowas, kann ja immer mal was dazwischen kommen. Hoffen wir einfach mal, dass die Entwicklung gut vorangeht. Und wie ich schon sagen musste, mit der Berliner Stadtbahn hatte ich jetzt schon echt viel Spaß gehabt. Aber dafür, dass es Freeware-Content ist, okay, war schon echt cool gewesen. So. Nächste Haltestelle Berlin Priesterweg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Fahrtrichtung links.
aber meine Tür schon wieder zugemacht. Das passiert mir aber ständig hier, wa? Muss vielleicht auch so eine automatische Tür sein, die dann immer öffnet und schließt automatisch. Kommt noch eine S-Bahn. Ja, alles toll, alles toll. So, wie gesagt, ich packe euch, wenn ich es nicht vergesse, alles unten rein. Ihr braucht natürlich die Karte Berlin-Wittenberg. Das ist Pflichtcontent, den ihr benötigt. Sonst braucht ihr euch das Ganze hier nicht kaufen. Weder das Fährsystem noch das von 3D-Zug. Wie gesagt, das ist Pflicht, das benötigt ihr. Und lest euch bei beiden bitte noch die Zusatzdonuts durch, die noch benötigt werden. Da sind noch ein paar Sachen drin, die gebraucht werden. Also wie zum Beispiel weitere kostenpflichtige Add-ons oder gerade kostenloser Content, da bitte lesen. Nächste Haltestelle, Berlin Südende. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Fahrtrichtung links, Siefer. So, wie sind denn sie auch drin? Ja, perfekt. Weil hier die Tür nicht öffnet. Aber so ist das. Oh. Ein Regionalexpress. Eieiei, er schlägt sogar Funken. So, wir dürfen nur noch mit 60 hier. So, und abfahren. So, ab hier ist jetzt eingleisig ein Stück. Nächste Haltestelle, Berlin Lankwitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das war ein bisschen schnell hier. Dann bremst doch. War knapp. Ja, ist mega knapp. Vordere Türen haben sie schon nicht geöffnet, aber das ist schon wirklich neben dem Signal. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Weil ich jetzt nicht verstanden habe, warum er jetzt die letzten Meter so rumgezickt hat.
Das mir hat dann natürlich alle Türen geöffnet. Gut, da haben wir jetzt kein Abfertigungssignal. Nächste Haltestelle, Berlin-Lichterfelde Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Weiß auch nicht, warum er das gerade so betont hat. Ja, das ist, keine Ahnung. Das ist eine S-Bahn wie jeder andere, aber er betont hier das Lichterfelde Ost so massiv. Keine Ahnung. So. Lichterfelde Ost. So, hier haben wir hier das Leo. Ne, hier ist es, wo ich sagen muss, extrem eigentlich gut gebaut hier. Das müsste ich mir mal abfotografieren, damit ich das mal selber nachbauen könnte. Einfach mal getan. Und hier sehen wir auch den Bahnhof hier. Relativ cool nachgebaut hier alles. Bräunung. Das ist das Quatsch hier. Das existiert hier so nicht. Genau, hier hast du den Granolplatz. War doch der Granol, oder? Das ist der Granol. Ich verwechsel das jedes Mal. Hier hast du die Apotheke, richtig. Alles schon ziemlich cool hier. Auch zum Beispiel dieses Gebäude hier, sehr interessant hier. Ne, mit dem Stellwerk. So, ja, sonst gibt es, wie gesagt, an der Stelle gar nicht so viel zu sagen. Ne? Ihr seht es ja jetzt selber. Also, deswegen auch meine Meinung. Also, ich finde es von dem Festsystem doch deutlich besser, weil es halt, wie gesagt, originale Ansagen sind. Und ich glaube, das hat für mich doch einen höheren Stellenwert als jetzt diese festen Aufgaben. Nächste Haltestelle, Berlin-Ostdorfer Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber das muss halt jeder selbst entscheiden, ne, ob man jetzt ein Quick-Treff-Szenario macht oder hier zwei S-Bahn-Aufgaben hat. Und ich glaube, es sind hierbei wirklich nur zwei S-Bahn-Aufgaben. Ich glaube, die BR481 wird auch mitgeliefert. Aber im Endeffekt, wenn man es mal krass nimmt, finde ich persönlich, kann man im Quick-Drive einfach deutlich mehr machen. Man kann verschiedene Jahreszeiten zum Beispiel wählen. Man kann zum Beispiel halt einstellen, ob es regnen soll oder klar ist oder und so weiter und so fort. Ja, das hast du halt in festen Szenarios nicht. Da musst du halt direkt in den Szenario-Editor gehen. Du müsstest das Szenario direkt umschreiben. Ja, so hast du halt das Quick-Drive-Menü, wo du es halt machen kannst und dann halt trotzdem die originalen Ansagen. Finde ich persönlich halt doch ein bisschen
angenehmer. Aber wie gesagt, das ist ja halt wieder so, so eine Sache, ne? Wie man es halt haben möchte. Aber so an sich hat man jetzt so die beiden Vergleiche, wie was sich jetzt so verhält. Wie gesagt, ich glaube, vom Preis her nehmen sich tatsächlich beide nicht viel. Ich glaube, ich weiß es wirklich nicht. Also zwischen 10 und 15 Euro müsste das hier kosten. Fahrzeit 10 ist das, wie gesagt, auf 3D-Zug. Wie gesagt, poste ich, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, auch hier wird die BR481 zentrale Türme geliefert. Kauft ihr über das Fährsystem, dann habt ihr halt da auch die originalen Ansagen, habt das Quick-Drive-Szenario und bekommt aber halt auch noch das Repaint, das verschmutzte Repaint dazu mit Graffiti und so weiter und so fort. Ne, muss man halt wirklich selber ja, entscheiden, was man haben möchte. Ich hoffe, das war jetzt nicht für mich gewesen. Nee, gut. Nächste Haltestelle, Berlin, Lichterfelde, Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung, links. Der Erde hat man sogar das Mausklicken noch gehört. Ich meine, sowas kann man auch selber machen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein Hexenwerk jetzt hier ist oder sowas, ne? Einfach ein Szenario erstellt und dann eigene Ansagen gesprochen, das geht natürlich alles. Aber für jemanden, der sich damit halt nicht auskennt, ist das natürlich absolut toll, ja, wenn man das damit so fahren kann. Ja, und somit hatten wir eigentlich ja in letzter Zeit doch relativ viel S-Bahn hier in dem Train Simulator. Ist gar nicht so wenig, was eigentlich schon verfügbar ist an Material für die Berliner S-Bahn hier. Ist zwar kein Payware, also teils Payware, teils kostenloser Content. Und eigentlich kann man sagen, also man kann schon das ein oder andere hier definitiv fahren. Türen schließen sagt er nicht wieder. Also ist eigentlich da für jeden was dabei, ne? So, ab nach Teltow. Und Teltow sieht nicht mehr so aus, wie es hier aussieht. Auch zum Beispiel die ganzen Bahnhofsansagen, die fehlen halt, ne? Sonst hat man ja immer gehört beim Fährsystem, eingefahrener Zug nach bla bla bla. Ne? Das ist zum Beispiel alles hier gar nicht drin. Ne? Warum der hier ruckelt, keine Ahnung. Wir fahren dann wirklich jetzt ins Leere. Nächste Haltestelle, Teltow, Stadt. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen. Auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja,
Also, was soll ich sagen? Also, mir persönlich gefällt es nicht. Ich finde es aber ganz interessant, dass es sowas halt auch schon vor einiger Zeit schon mal gab. Aber ich persönlich, wie gesagt, meiner Meinung nach dazu, greife ich lieber auf das Fährsystem zurück. Das gefällt mir doch im Allgemeinen noch deutlich besser. Halt, wie gesagt, halt mit den originalen Ansagen, mit Warnungsansagen. Und dass es halt ein Quick-Drive-Szenario ist, wo wir halt selbst uns einstellen können, wie wir fahren wollen, zu welcher Jahreszeit, bei Regen und bei Wind und Wetter. Ne? Hier habt ihr halt diese zwei Aufgaben. Klar, ihr könnt die natürlich dann dementsprechend noch anpassen, könnt weitere Szenarios erstellen und so weiter und so fort. Aber das ist halt immer so die Sache, wer macht sich jetzt diese Mühe und was möchte man halt machen? Und im Endeffekt ist es eh, ihr müsst das entscheiden, was ihr wollt. Ihr müsst entscheiden, wo gebt ihr jetzt die 10, 15 Euro aus? Und dann geht das eigentlich schon von alleine. Wie gesagt, meine Sache hier ist auf jeden Fall soweit erstmal beendet. Ich habe euch das jetzt, wie gesagt, jetzt alles gezeigt, was ich gerne zeigen wollte. Und ja, bedanke ich mich auf jeden Fall. Freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, schreibt es in die Kommentare, was zum Beispiel euch besser gefallen hat, ob jetzt nur das mit Fährsystem oder das halt mit oder von 3D-Zug, denn wie gesagt, schreibt's rein, lasst ein Like da und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Train Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!